Der größte Fehler wäre, wenn wir so weit in die Zukunft schauen und sagen, die nächsten zwei, drei, vier Partien müssen wir das und das. Es ist uninteressant, es ist gefährlich, wir müssen uns fokussieren auf Alltag. Alltag wird anders auftreten wie Sturm, wie die Austria, wie Salzburg. Wir müssen uns einstellen, wir müssen den Gegner genauso analysieren wie Salzburg. Ich glaube, da ist das Trainerteam sehr konsequent, dass wir uns auf die Gegner gut einstellen. Und ja, wir werden uns morgen sicher in aller Ruhe anschauen, was Alltag die letzten Wochen so fabriziert hat. Und werden dann versuchen, mit einem Plan zu finden, dass wir dort als Sieger vom Platz gehen können. Und ja, natürlich ist es emotional anders, dann in so ein Spiel zu gehen. Aber genau das machen große Mannschaften aus, dass solche Spieler gewinnen. Und wir wollen auch irgendwann eine große Mannschaft wieder sein. Und von dem her ist es wieder ein Schritt, wo wir ansetzen müssen und sagen müssen, dass wir bald so weit sein werden. Wir müssen uns fokussieren auf Alltag, müssen uns mundgenau anschauen, wo sie ihre Stärken und Schwächen haben, uns der Mannschaft auch das Ganze präsentieren und dann konzentriert in das Spiel gehen. Und es gibt keine schwache Mannschaft in der Bundesliga, das haben wir gesehen von Woche zu Woche. Aber wie gesagt, wir haben so viel Selbstvertrauen und wir kommen sofort wieder in den Erfolgssport zurück, bin ich mir sicher, weil wenn ich mir anschaue, wie aggressiv, wie gut wir gespielt haben, wie gut wir Fußball gespielt haben und Salzburg dominiert haben, bin ich guter Dinge. Aber vielleicht war die Niederlage auch nicht so schlecht, weil die Spieler jetzt wissen, okay, Kleinigkeiten könnten bestraft werden, wir dürfen keinen Zentimeter nachgeben und dann bin ich guter Dinge am Mittwoch. Ja, ich glaube, dass wir vom ersten Saisonduell nicht zu viel ableiten können. Wir sind sicher weiter und in Alltag zu spielen oder da bei uns daheim, das sind zwei verschiedene Ballschuhe. Und jetzt sind wir froh, dass wir Mittwoch dieses Heimspiel haben. Wir sind gut daheim. Das hat auch die Leistung gestern gezeigt und sind sehr zuversichtlich, dass wir da wieder ein gutes Spiel zeigen und dann auch die nötigen Punkte einfahren werden. Ich denke, dass wir am Mittwoch Ljubicic spielen lassen können. Und es ist halt so, dass wir zwei Gesperrte haben mit Hoffmann, Max und Auer. Aber wir haben einen relativ großen Kader und da bin ich guter Dinge, dass die anderen genauso Leistung bringen werden wie die letzten Wochen. Und ja, jetzt Fokus auf Alltag und konzentrieren aufs nächste Spiel.